Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare 2 Video. Haben sich wirklich sehr viele gewünscht, dass wir zur Abwechslung ab und zu mal so ein bisschen Multiplayer-Content bringen. Deswegen schauen wir uns heute eine Waffe an, die in Modern Warfare 2 wirklich einer meiner absoluten Lieblingswaffen ist. In der CDL teilweise wirklich gebannt wurde, weil sie so stark ist. Mit dem Mid-Season-Update wurde die Waffe allerdings so ein bisschen gepatcht, aber ja. Die Waffe ist wirklich immer noch komplett broken, muss man sagen. Die Rede ist natürlich von der Kassov 74U, von der AKU. Wirklich extrem starke Close-Range-Waffe. Ist ja quasi eigentlich ein Sturmgewehr, was im Endeffekt quasi eine Maschinenpistole ist. Im Verlauf des Videos wird es wie immer das beste Klassen-Setup nach dem Update geben. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne Waffenvorschläge in die Kommentare, die man als nächstes im Modern Warfare 2 Multiplayer testen könnte. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Jetzt würde ich sagen, jumpen wir direkt rein mit der Kassov 74U. Let's go! So, hier haben wir wie gesagt die AKU, ist ja auch schon dafür bekannt, dass sie wirklich extrem stark ist, aber auch nach dem Update muss man ganz klar sagen, diese Waffe ist, was speziell den Damage angeht, wirklich ein kompletter Kracher. Auf Close Range muss man wirklich sagen, es gibt wirklich nicht viel, was da wirklich so Gunfight-mäßig gegen ankommen kann. Plus dazu, wie gesagt, die Kombination aus Movement und generell natürlich der Schaden der Waffe sorgt einfach dafür, dass man eine der absolut brutalsten und stärksten Waffen hat. Ich meine auch nicht ohne Grund ist die Waffe in der CDL gesperrt worden, weil sie halt auch einfach schadensmäßig und generell, was das Gesamtpaket angeht, wirklich viel zu stark ist. Und auch nach dem Update, wie gesagt, ist die AKU halt einfach immer noch komplett broken. Und man kann wirklich alles damit wegscheppern. By the way, haben wir jetzt auch mittlerweile die Shipment-Playlist als Weihnachtsvariante in die ohneartige Liste. Es gibt natürlich noch einige andere MPs, die auch sehr stark sind, aber vom Gesamtpaket, vom Feeling muss man sagen, AKU ist schon wirklich insane und wir haben einfach einen Weihnachtsmann an der Waffe. Ho, ho, ho. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go. Nee. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe aktuell wirklich extrem viel Spaß am Modern Warfare 2 Multiplayer und natürlich auch allgemein am Camo Grind. Speziell dadurch, dass Shipment jetzt am Start ist und allgemein das Gun-Feeling und die Waffen generell wirklich sehr nice sind, hat man wirklich immer eine gute Abwechslung zu Warzone, was ab und zu wirklich ganz gut sein kann. Es macht halt das Ganze wirklich nochmal deutlich einfacher und man kann halt einfach ganz normal Waffen leveln, einfach Kills machen, einfach reingehen, ohne dass man halt jetzt wirklich sich großen Kopf macht, dass man jetzt auf Krampf irgendwelche Kills machen muss. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viel Waffen ihr bis jetzt schon persönlich auf Gold gespielt habt, denn ich weiß von vielen, dass sie, ja, auch wirklich aktuell komplett im Grind sind und wirklich schon fast die 51 Waffen teilweise auch alle auf Gold gespielt haben. Ich persönlich finde das Camo-System mit den neuen Aufgaben, mit diesem neuen Aufgabensystem auch wirklich sehr angenehm, da man halt quasi auch die Möglichkeit hat, als Spieler, der jetzt nicht wirklich jeden Tag 10 Stunden grindet, auch endlich die Master-Camo zu bekommen, ohne dass man halt wirklich komplett reinswattet. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Shipment auch speziell am Wochenende sehr, sehr, sehr... sitzen da gerade wirklich drei Leute im Container. Was ich sagen wollte, man muss natürlich auch dazu sagen, dass speziell am Wochenende Shipment nicht auch jedes Mal angenehm sein kann. Aber wie gesagt, es ist wirklich ein Segen zum Waffenleveln. Natürlich allgemein grinden, weil man halt einfach damit einer der besten Möglichkeiten hat, easy seine Waffen und schnell natürlich auch vor allem seine Waffen zu leveln. Die sitzen wirklich immer zu dritt im selben Container. Was sehe ich hier? So, was darf natürlich im Modern Warfare 2 Video nicht fehlen? Die beste Map der COD-Geschichte. Ja, du hast mich eingeladen, dann habe ich dich zurückgeladen. Also, ja, kommt auch zurück. Einladung von mir. Get me out. Aber ich glaube persönlich, auch wenn wir jetzt vielleicht so ein bisschen wenig Content mit dem Mid-Season-Update für den Multiplayer so generell bekommen haben, kann man schon wirklich sagen, dass der MW2 Multiplayer, speziell was den ganzen Waffengrind angeht, kann man einfach, denke ich, sagen, dass man halt wirklich immer was hat, was man machen kann und es ist auch in vielen Situationen, nicht immer, aber in vielen Situationen halt auch einfach ein Grind, der auch eigentlich nebenbei machbar ist, was halt, wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, wirklich auch sehr entspannt ist, wenn man halt jetzt nicht jeden Tag 24/7 zocken kann. Mir fällt auch gerade einfach auf, wie schwer es ist, auf Shipment halbwegs vernünftigen Commentary aufzunehmen, weil halt wirklich so viel Action ist, über Leute, überall Schüsse, was halt nicht gerade so unstressig ist. Aber wir sind drin. Wir haben die beste Pistole gefühlt in Game und einer der besten, wenn nicht sogar die beste Maschinenpistole in Game. Deswegen muss es jetzt laufen. Let's go.
Oh, ist das gottlos, diese Pistole ist so gottlos, holy shit. Die AK-74U ist halt auch einfach eine Waffe, mit der du einfach ohne mal brutal reinpushen kannst, mit der du wirklich... Na, unglaublich ist er gerade bei mir gespawnt. Eine unglaublich brutale Time to Kill, das habe ich jetzt gefühlt auch schon 10-mal gesagt. Aber es macht halt einfach Spaß mit der Waffe. Das ist halt wirklich der große Vorteil der Waffe. Du kannst einfach aggressiv spielen und das ist natürlich in der generell niedrigen Time to Kill in Modern Warfare 2 nicht mit allen Waffen möglich. Und das ist natürlich so ein Vorteil bei den ganzen extrem guten Maschinenpistolen aktuell. Man muss natürlich auch klar dazu sagen, dass das allgemeine Movement und generell vieles in Modern Warfare 2 nice spawnen. Vieles in Modern Warfare 2 eher so ausgelegt ist, dass das allgemeine Movement-System einfach dafür sorgt, dass man in den meisten Situationen einfach Vorteile hat in Modern Warfare 2, wenn man einfach defensiv spielt, in Anführungszeichen campt. Oh, das ist so gottlos, diese Pistole. Boah, guckt euch das bitte an. Oh, ich liebe es. Ja, das Movement ist eigentlich in Ordnung. Es ist halt wieder so ein bisschen oldschool. Dadurch, dass man halt davor halt wirklich nur dieses Slide-Cancel-Movement hatte, ist es so ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen am Anfang. Aber mit der Zeit, ich glaube, es wird bei den meisten Leuten halt einfach mit der Zeit wirklich immer besser. Und ich glaube, umso mehr man in dem Game eingespielt ist, umso mehr kann es halt Spaß machen. Es ist halt trotzdem immer noch so ein bisschen schade, dass sie das Movement halt wirklich so... ja, so langsam gemacht haben, dass sie so viel kleine Aspekte natürlich noch so ein bisschen so angepasst haben, dass man halt wirklich das Gefühl bekommt, dass man wirklich alles gemacht hat, um irgendwie das Movement zu verschlechtern. Das Einzige, was ich am Modern Warfare 2 Multiplayer so ein bisschen schade finde, ist, dass wirklich viele Maps nicht ganz so beliebt sind und wirklich natürlich instant wieder die beiden Maps Shipment Shoothouse jeweils in den Playlists, als sie released wurden, wirklich auch wieder so die Top-Maps waren. Ist so ein bisschen schade, dass Call of Duty wirklich jedes Jahr irgendwie immer auch auf alte Maps zurückgreifen muss und es oftmals nicht wirklich vernünftig schafft, so halbwegs gute kleine Close-Range-Multiplayer 6 gegen 6 Maps zu machen. Trotzdem ganz klar Shipment Shooters 2 Maps, die wirklich unglaublich nice sind, die man wirklich unglaublich gut spielen kann. Es wäre halt generell nur einfach mal wieder schön, eine Map zu haben, die auch wirklich komplett neu ist, die jetzt nicht irgendwie ein Remake ist, mit der man halt wirklich trotzdem aber genau denselben Spaß haben kann wie Shooters Shipment. So, das wäre es zum Gameplay zu der Castor 74U. Wirklich extrem starke Close-Range-Waffe, definitiv immer noch einer der Meta-Close-Range-Waffen, die es aktuell gibt. Nach dem Update kann man auf jeden Fall sagen, dass man schon so ein bisschen merkt, dass die Waffe so ein bisschen verschlechtert wurde, trotzdem Waffe ist immer noch eine Top-SMG. Das Ganze, wie gesagt, beim Klassen-Setup mit der Castle-Kompensator-Mündung, getuned auf Rückschusskontrolle plus allgemeine Rückschusskontrolle, dazu der BR-209-Lauf, getuned nochmal auf Rückschussstabilität plus ZV-Geschwindigkeit, FSS ohne Laser, ZV-Geschwindigkeit, Zielstabilität und allgemein Sprinten zum Feuertempo. Und natürlich der True-Tech-Griff, der so ein bisschen für ZV-Geschwindigkeit und Sprinten zum Feuertempo sorgt, nochmal jeweils getuned auf Rückschussstabilität plus Zielstabilität. Und das, wie gesagt, ist die Castor 74U. Ja, ich glaube, man hat es im Gameplay gesehen, die Waffe ist auf Close Range auf die ersten 10 Meter wirklich immer noch unglaublich stark, wenn man das Ganze quasi als Zweitwaffe spielt. Die Waffe ist wirklich perfekt geeignet für Spieler, die so ein bisschen aggressiver, so ein bisschen schneller spielen, eher so auf Close Range Fights gehen. Aber wie gesagt, Castor 74U, testet gerne diese Klasse. Ich muss sagen, ich bin unglaublich gut damit klargekommen. Gutes Movement, schnelles Movement, gute Präzision und Schaden sowieso wirklich extrem stark. Und das wäre es von dem Video. Wie gesagt, es war ein kurzes, kleines, knackiges Modern Warfare 2 Video. Haben sich ja, wie gesagt, auch einige gewünscht. Lasst gerne Feedback da, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt in Modern Warfare 2, Warzone 2, abonniert gerne den Kanal. Kurs geht auf jeden Fall raus. Danke für den Support in letzter Zeit, muss ich einfach nochmal sagen. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.